Es ist ja schon irre, wie schnell die Zeit vergeht. Das Jahr hat irgendwie erst angefangen und wir haben schon März und wir haben schon fast Mitte März wieder. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, die Zeit rennt schneller denn je. Und ich habe in den letzten Wochen, in diesem Jahr hier insbesondere, schon mit so vielen wunderbaren Menschen gesprochen und sprechen dürfen und auch helfen, weiterhelfen dürfen, das auch natürlich. Und die meisten Fragen, um die sich so ganz vieles dreht, ist im Moment insbesondere, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das hier überhaupt auf der Erde, warum bin ich hier überhaupt angetreten, also was ist der wahre Grund des Daseins hier. Und das sind Fragen, die mich lange, lange Zeit auch sehr, sehr beschäftigt hatten, insbesondere als ich halt auch noch ja, in meinem Job mich gefangen fühlte, zwar gut bezahlt war, aber irgendwie mich viel am Platz fühlte. Und ich weiß noch genau, wie es 2015 war, als ich so die Klarheit hatte, was wirklich dem Plan meiner Seele entspricht, was meiner Essenz entspricht und wie ich daraus auch den Seelenberuf, also wirklich dem Ruf der Seele auch folgen kann. Weil zuvor gab es natürlich auch viele Botschaften auf der körperlichen Ebene, wo die Seele mich mittels des Körpers darauf hinweisen wollte, hey, es wird Zeit, dass du deinen Weg korrigierst. Körperliche Disharmonien, was man so aus medizinischer Sicht als Krankheiten bezeichnet, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen oder was aufzuzählen, sonst wird das hier zu lange. Ich habe vieles damals nicht so verstanden, dass meine Seele mir damit eigentlich Hinweise schickt, es geht darum, deinen Weg zu korrigieren. Hat eine Weile gedauert, bis ich das verändert hatte. Aber dann mit der Klarheit, was wirklich dem Plan meiner Seele entspricht, was so der wahre Grund meines Daseins hier ist, das hat alles, alles, alles verändert. Da war wieder Leichtigkeit da, da war wieder Freude da, da konnte ich mich auf den Weg meines Herzens begeben, da wusste ich vor allem, was meinem Weg entspricht, da konnte ich wirklich meinem Leben die von Herzen gewollte Richtung geben. Das hat wirklich alles, alles verändert und das nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Familie, für meine Liebsten, für meinen Mann, für unsere Kinder, die ich natürlich alle da mit an Bord haben wollte, mit im Boot haben wollte. Und ich würde dich mal gern dazu einladen, schau mal, diese Träume, die du in dir hast, das freie Leben, von dem du träumst. Diese Träume, die sind ja in dir, die kommen ja nicht von außen. Und ich würde dich gern mal dazu einladen, dich den Gedanken zu öffnen, noch viel mehr als bis eben, dass das, was du in dir trägst, die Idee, die Gedanken, der Traum von dem freien Leben, dass das wirklich auch für dich möglich ist. Und wenn da noch so ein bisschen Unsicherheiten da sind, wie genau schaut denn mein Leben aus, wenn alles für mich möglich wäre, wie hätte ich es denn wirklich gerne, dir darüber mal klar zu werden. Geh da gern mal ins Brainstorming mit dir selbst, sei ehrlich zu dir und sei auch ehrlich zu dir, was sind die Dinge, die du so nicht mehr haben möchtest und werde dir damit klar, wie genau hättest du es denn gern? Und folg dem dann auch. Folg dem und du wirst sehen, wie viele Türe und Tore sich dann auch für dich öffnen, wo wundersame Dinge geschehen. Was bei mir ganz, ganz viel geholfen hat, ist, dass ich wirklich mich habe begleiten lassen, dass ich immer jemanden an meiner Seite hatte, an Mentoren, an Coaches, die dort waren, wo ich hin wollte. Das hat natürlich mir das Navi gezeigt. Ja, das war wie ein Navi, was mir gezeigt hat, wie ich von A nach B komme. Das war die Abkürzung, das war der Quantensprung. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt schon ganz, ganz viel auch in mich investiert, schon ganz viel gemacht, viele Kurse besucht, Fortbildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht, Bücher gelesen, autodidaktisch mir Dinge angeeignet. Und war auch schon so kurz davor zu sagen, ich habe jetzt schon so viel probiert und gemacht. Also kurz vorm Aufgeben auch schon. War kurz davor zu sagen, ich investiere jetzt nicht nochmal weiter in mich. Jetzt muss das irgendwie auch so funktionieren. Es war damals die wichtigste Entscheidung, die ich treffen konnte, mich nochmal begleiten zu lassen. Und das ist mein größtes Learning seit damals auch. Und das ist ja jetzt schon ja, fast 10 Jahre her, dass ich bis heute Mentoren an meiner Seite habe, weil ich ja auch mich weiterentwickeln will. Das ist das Wertvollste, was ich mir gönnen kann, immer und immer wieder.
Und wenn du spürst, dass es wirklich hilfreich wäre, da jetzt die Klarheit zu bekommen, was wirklich dem Plan deiner Seele entspricht, wie du daraus deinen Seelenberuf kreierst und es auch leid bist, weiter es zu versuchen, es auch leid bist, zu denken, es wäre ja schön, wenn, sondern wenn du wirklich mal Resultate erzielen möchtest, dann schau dir gerne mal, irgendwo in der Nähe von dem Video findest du einen Link. Schau dir da gerne mal die verschiedenen Möglichkeiten an, wie ich dich begleiten kann und lausche in dich hinein, was sich gerade jetzt für dich am stimmigsten anfühlt. Und ja, geh diesen Weg. Es ist viel mehr für dich möglich. Und hör auf, dir die Geschichte zu erzählen, dass du jetzt etwas nicht kannst. Hör auch auf, dir Geschichte zu erzählen, dass du noch Ausbildung und Fortbildung oder irgendwas machen musst, um zu. Hör auch auf, Einladung, dir die Geschichte zu erzählen, dass es jetzt nicht geht, weil du kannst dir alles ermöglichen, was in dir verborgen ist. Und zwar jetzt. Du musst nicht weiter warten auf bessere Zeiten, auf bessere Chancen, auf bessere Möglichkeiten. Pack's jetzt an. Das ist etwas, was ich mir auch mal gesagt habe. Ich bin es leid, weiter wertvolle Lebenszeit ins Land ziehen zu lassen. Wir können alles, alle Brocken beiseite räumen und weitergehen. Und wir können aber eines nicht machen. Zeit, die vergangen ist, zurückholen. Das geht nicht. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Lausch mal in dich hinein und folge deinem Herzen, folge dem Plan deiner Seele. Bekomm Klarheit darüber und lass das mal auf dich wirken. Und ja, es ist so viel mehr für dich möglich. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns ja dann im internen Bereich in der Akademie und machen alles gemeinsam auf dem Weg in dein freies Leben. Wenn ich sage, machen alles gemeinsam, ich kann dich begleiten, ja, aber machen kann ich halt nicht für dich, das ist klar. Und nur du kannst natürlich die Entscheidung treffen, in welche Richtung und wie schnell du jetzt dich auf den Weg deines Herzens begeben möchtest. Das ist alles für dich vorbereitet. In diesem Sinne, ganz liebe Umarmung. Ciao, ciao.